Hallo und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinale der Pantoffel Plays Europameisterschaft. Er spielt England gegen Italien, schon direkt der Knüller Match hier, ja. So, und es geht auch direkt gleich los. Moment, ich muss nur kurz meine Stoppuhr hier noch aufmachen. So, und ich sage dann mal in 3, 2, 1, Mainz. Der Ball rollt, das Spiel ist eröffnet. Jetzt wollen wir mal sehen, wer hier den längeren Hecht aus dem Wasser zieht. Favorit wird heute auf jeden Fall rausfliegen. Ist es England oder ist es Italien? Italien natürlich im Achtelfinale hervorragend gespielt, Kevin. Wir waren live dabei. Ja. Davon sollte man noch ausgehen. Bei der Deklassierung Österreichs. Boah, das war echt ein... fast schon brutales Spiel. Ja. Und England, gerade so weitergekommen tatsächlich, waren schon so gut wie draußen eigentlich, aber haben sich dann über die Verlängerung und dem Golden Goal zurückgekämpft. Mit dem Oliver Bierhoff Gedächtnistor. Aber jetzt neues Gewässer, neuer Spielplatz, neue Chancen. Karten sind neu gemischt. So sieht's aus sagen. Und wir werden sehen, wer heute die Nase vorn haben wird. Kevin, was glaubst du? Ich tippe ja ganz ehrlich auf Italien. Muss ich sagen. Ah. Ich glaube, du bist noch geblendet von dem Achtelfinale. Nee, ich weiß nicht. Oh, ich habe einen Hänger. Ich auch im Auto. Ach, Angelroute wieder frei. Ja, ich sauber. Bin der Hängermeister. Profi-Angler vor dem Herrn. Wenn es einer kann, dann du. Auf jeden. Ja, aber wir sehen ja noch nicht mal Torschüsse, ja. Bis jetzt ist das Spiel hier ganz schön mager. Ich hoffe, wir haben hier keine Legastheniker am Start, dass die auch Anpfiff lesen konnten. So, abgehakt erstmal die Legastheniker. Auf jeden Fall haben wir Chili da dabei, das ist ja auch schon mal was. Ja, tschechische Chili. England mit dem ersten Torschuss. Der ging aber leicht... Leicht daneben, aber sie sind anscheinend nicht auf Hecht aus, was ein bisschen verwunderlich ist. Ich hätte gedacht, dass die alle auf Hecht hier gehen, aber... Gut, er ist auch erst Level 13. Ich glaube, damit kann er die einzigartigen Hechte noch nicht so wirklich gut fangen. Was ist eigentlich ein Crappy? Da hast du deinen Hecht, deinen ersten, aber ja, der zählt leider nicht. Aber Water Frank. Ist Crappy wieder nur irgendwie so eine Bezeichnung, die nur Angler kennen? Crappy ist ein Fisch. Kennen den Crappy andere Leute, nicht Angler, so wie mich beispielsweise? Ist eine amerikanische Fischart. Nee, ich glaube nicht, so amerikanische. Spricht er nur Englisch? Ich glaube, in Deutschland gibt es den nicht. Oder in Europa. Weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es hier. Gibt schon wieder einen Hänger! Kennen Sie nicht. Was denn? Ja, da geben wir das Hänger und Italien schießt zweimal aufs Tor, aber trifft nicht. Die gehen auf jeden Fall auf den amerikanischen Hecht. Jetzt würde ich leicht die Tendenzen auch Richtung Italien sehen, tatsächlich. Weil mit dem Crappy wird es hier schwer. Vielleicht gehen sie auf den barschen Trophäengrößen tatsächlich. Das kann sein. Dass die es mit Trophäenfischen versuchen und nicht mit Einzigartigen. Denn den Einzigartigen musst du natürlich schon auch erstmal fangen. Aber durchaus machbar. Am Ende wissen wir mehr. Wir werden sehen. Heute können wir uns ja auch Zeit lassen. Wir haben heute kein zweites Spiel mehr. Ja, da können die eine halbe Stunde Verlängerung machen, gar kein Problem. Können wir bis 12 Uhr Verlängerung machen. Open End. Alter, wie oft habe ich denn hier einen Scheiß... Ja, dann ist schon wieder frei. Hier ist ja alles verseucht mit ja, du darfst ja nicht mal in die Algen da reinwerfen. Ich schmeiß einfach nur ins Wasser hier. Ich sehe keinen Algen. Was mache ich denn falsch? Komm, bist du nicht mehr am Anfang Gewässer schon, bist du hier hilflos überfordert. Und das erste Tor für England tatsächlich. England geht in Führung. Wer hätte das gedacht? Ja, da hat sich das Teebeutelzuzeln gelohnt. Da hatten wir beide eigentlich Italien auf dem Zettel und England macht die Führung. Und tatsächlich mit dem schwarzen Crappy. Das ist ein bisschen verwunderlich, aber so kann es gehen. Ja, wenn der Hecht nicht will, dann kann der Crappy ausreichen. Aber apropos Teebeutel zuzeln. Du kennst die Geschichte, ne? Als wir in Jochkrim waren, da haben ja Manu und ich... Geraucht hast? Er hat geraucht? Ich habe noch nie geraucht. Der Teebeutel. Nein, gezutzelt haben wir die. Wir haben
Teebeutel, also so Pfefferminztee oder so war das. Wie gesagt, ich war ja gerade dabei zu erzählen. Manu und ich, wir haben ja mal krank gefeiert, weil wir zu doof waren, um Ski zu fahren. Das weiß ich. Und ja, ich weiß nicht, ich bin immer über meine eigenen Skier gestolpert. Jedenfalls, ich habe da eine Angel. Jedenfalls, vom Haken. Toll. Ah. Nimmst du einmal die Hand von der Maus, schon wirst du bestraft. Jedenfalls haben wir da Teebeutel irgendwie ins Wasser gelegt und keine Ahnung, weil wir uns langweilig waren, haben wir da keinen Tee von gemacht. Jedenfalls nicht fertig, sondern wir haben die Teebeutel immer nur eingeweicht und dann quasi so leer gesaugt. Und das Tor für Italien! Mit dem Hattrick! Italien rettet mich vor dem weiteren Ausführen meiner dämlichen Geschichte. Der Underwater Frank nimmt tatsächlich den einzigartigen Hecht hier aus dem Wasser. Der nimmt übrigens auch auf, also wenn er die Spielersicht sehen wollte, dann guckt bei ihm vorbei. Und das Tor für England! Reicht aber noch nicht an. Link unten in die Beschreibung, das auch gesagt. Du bist ja so ein guter Samariter. Ja, guck mal. Ich heiße dich umsonst. Kenn ich gar nicht von dir. Was? Was? Übrigens, die Situation, in der wir die Teebeutel leer gelutscht haben, war auch dieselbe, als wir versucht haben, vom Tim, ne, du weißt, welchen Tim ich meine, wo wir getestet haben, ob die Jeans vom Tim echt ist. Für alle, die es gerne nachmachen wollen, eine echte Jeans brennt nicht so schnell. Betonung liegt auch nicht so schnell. Ja, wir hatten herausgefunden, dass die Jeans von Tim nicht echt waren. Und die Bude ist aber fast abgebrannt. England übrigens mit dem Ausgleich. Oh, ja, wann kam das denn? Das war ganz schnell. Das war auch der Doppelschlag. Ja. Da haben Stitchy und Sorloid innerhalb von 2 Sekunden einen Fisch gefangen und dadurch haben wir den einfach übersehen. Und jetzt ist natürlich Italien wieder gefragt. Es steht 3-3, bis jetzt enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Knapp 7 Minuten sind rum. Könnte Lass mich das verifizieren. Spannend werden. Ja. Tat. Ein spannendes Match bis zum Schluss. Da hat Italien ein bisschen mehr zu kämpfen tatsächlich als im Achtelfinale gegen die Ösis. Und England geht in Führung. England geht in Führung. Was ist denn hier los? Verkehrte Welt. Fliegt jetzt tatsächlich der Titelfavorit Italien raus. Ich hätte den ja schon hoch eingeschätzt nach dem Achtelfinale, aber jetzt scheinen die Hechte nicht zu laufen. Bis jetzt nur ein Hattrick und sonst gar nichts. Die Nudeln waren schlecht. Daran nichts bestimmt. Das ist jetzt natürlich ein großer Vorteil für England. Aber England geht nicht auf den Hecht. Ja, großer Vorteil. Ein Torvorsprung. Torvorsprung. Der Zugzwang ist jetzt erstmal auf Italien. Ja, klar, aber ein Legendary und schon sieht er aber einen haben sie schon. Ist eigentlich nur eine begrenzte Anzahl an Trophäen, also nicht Trophäenfischen, aber diese einzigartigen Fische im Gewässer? Nö. Du kannst einfach, die beißen dann nur zu bestimmten Uhrzeiten. Und du kannst einfach die Uhrzeit wieder vorspulen, wenn du einen gefangen hast. Ach so. Hat der schon so ein bisschen was von Cheaten, ne? Ja. Deshalb ist auch in den Turnieren hier in Fishing Planet ist das gelockt. Du kannst da nicht an der Uhr rumspielen. Da hat jeder die gleiche Uhrzeit und die gleichen Wetterbedingungen und dann musst du da halt die Fische fangen. Mhm. Aber das ist halt unmöglich für uns, das hier zu kontrollieren, wer da was macht, von daher. Ja, klar. Man könnte natürlich an die Ehrlichkeit appellieren, aber das kennst du ja. Da muss man realistisch bleiben. Kotzfrucht mit dem Kürbiskernbarsch! 10 Tore für Deutschland, die wieder dabei sind. Ja. Ich hab gewonnen. Ich hab den ESC gewonnen. Von dem Kürbiskernbarsch. Ich hab ein Video gemacht, ne? Das heißt Endgegner Kürbiskernbarsch. Weil ich den verdammten Kürbiskernbarsch. Ich wollte alle Fische in New York fangen in dem Video. Und ich hab den scheiß Kürbiskernbarsch nicht bekommen. Herr Marc, ich kann dir da gerne nochmal ein paar Tipps geben. Ja. Du weißt halt, wie es läuft. Du weißt halt, wo der Hase die Locken hat oder so. Richtig. Genau. England ist aber jetzt hier in der Drangphase hier. 3 Torschüsse nacheinander und von England kommt gar nichts. Was ist bei England los? Eingeschlafen? Du meinst Italien? Geschockt, meine ich ja, Italien. Geschockt von den englischen Offensivfeuerwerk hier. Ja, vielleicht lehnen sich die Italiener auch gerade erst noch ein bisschen zurück. Und dann kommen sie noch. Wollen die Engländer in Sicherheit wiegen? Genau. Dann
Dann packen sie Totti nochmal aus. Den graben sie einfach nochmal aus vom Friedhof. Keine Ahnung. Oh, ich hab schon wieder. Und diesmal keinen Hänger. Schon wieder ein Kürbiskernbarsch. Und noch ein Kürbiskernbarsch. Der Kevin ist der richtige Kürbiskernbarsch-Spezialist. Ja. Ja, man nennt ihn auch going. Dr. Kürbiskern. Barsch. Aber immer noch steht 4-3. Und es sind gleich nur noch 5 Minuten zu spielen. Das heißt, 2/3 der Zeit sind schon rum. Jetzt kommen wir langsam in die entscheidende Phase. Aber ich sehe auch wenig Torschüsse von Italien. Da kommt gar nichts. Das stimmt. Bevor ich das gleich wieder wobei, soll ich das jetzt schon... Nee, von dem Underwater Frank sehe ich noch welche, aber von DB Flasche ich fast gar nichts. Der hat, glaube ich, der tatsächlich als ein Fisch gefangen. Ein Fisch erst. Das ist zu wenig. Das ist eindeutig zu wenig. Auf jeden Fall zu wenig fürs Halbfinale, denn darum geht's heute schon. Das ist schon der Finale, der Einzug ins Halbfinale, wenn sie denn gewinnen würden. Aber so ist das halt, ne? Anderes Gewässer schon. Läuft jetzt nicht mehr so rund wie noch im ersten. Aber noch knapp 4 Minuten. So. Der Abpfiff ist auch quasi schon geschrieben und im Zwischenspeicher. Das heißt, wir können hier pünktlich Feierabend machen, wenn's denn so bleibt. Genau. Aber ein Tor und noch die Welt Minuten. Sieht vielleicht anders aus. Vielleicht sehen wir noch mal eine Verlängerung. England geht da gerne über die volle Distanz. Haben wir schon Erfahrung mit. Das war auch das einzige Spiel, was wirklich die Verlängerung beansprucht hat. Ah, ich habe schon wieder was. Im Achtelfinale. Das und schon wieder ein Kürbiskernbarsch. Und noch ein Kürbiskernbarsch. Errungenschaft Panfisch-Anführer 1. GZ Kevin. GZ, die Trophäe geht heute an den Kevin. Ja, wir wollen das Finale gar nicht mehr spielen. Kevin ist Europameister im Kürbiskern. Marsch angeln, da schreibt er schon GG Gottesfrucht. Merci. Ja, der Kevin, der räumt hier richtig ab. Und Italien räumt nicht so ab. England aber auch nicht mehr. Man sieht jetzt schon hier die letzten Minuten nichts gefangen. Das ist ein bisschen mau. Und es sind nur noch knapp 3 Minuten. Drei Minuten. Oh, ich hab schon wieder was. Spielen. Ein Hänger. Ah, schon wieder gelöst, mein Gott. Also, ich hab's einfach drauf. Hängerlöser. Lass ihn baumeln. Wahrscheinlich kann ich das doch deswegen. Ja. Ja, der Kevin lässt ihn immer baumeln, also Hashtag, lass ihn baumeln in den... Und das Tor für England. Es steht 5-3. Und jetzt wird es eng für Italien. Es sind nur noch 2,5 Minuten. Jetzt muss von Italien eindeutig mehr kommen, wenn sie hier was sehen wollen. Aber England nochmal mit dem Torversuch. England möchte jetzt alles klar machen. Wenn sie jetzt noch ein Tor machen, haben sie 3 Tore Vorsprung. Und dann wird es für Italien ganz schwer. Da muss tatsächlich... Dann brauchen sie die Powerpasta. Da muss der Einzigartige her. Ja. Aber es sind nur noch... Und selbst dann ist er ja nicht in trockenen Minuten. Tüchern, ne? Nee, dann ist unentschieden. Dann ist unentschieden, wenn England jetzt auch das Tor machen würde. Im Moment wird der Einzigartige tatsächlich noch reichen, um zu gewinnen. Wie lange haben wir denn noch? Auch in Italien kommt halt gar nichts. Nicht mal ein Torschuss. Noch haben wir keine 2 Minuten mehr. Nee. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Jungens, das wird knapp. England scheint das Ding zu reißen. England scheint zu reißen. Kürbiskernbarsch für die Kotzfrucht nochmal am Start. Ja, da kommt die Kotzfrucht über außen und schiebt den einfach ein. Ich bin wie so ein Flitzer. Noch ein Torschuss von England. England will das klar machen. England hat keine Lust hier rauszufliegen. Das haben sie jetzt hier klar gezeigt. Aber Italien schwächelt. Was war das denn jetzt für eine Auswurfanimation von meinem Mannequin hier? Das hat so wie so einen Rundumschlag von rechts nach links. So. Als wenn er einen verdreschen wollte. Schwerthieb-Auswurf. Ja. Und gleich beginnt die letzte Minute. Ach, von Italien kommt schon seit Minuten nichts mehr. Wann war der letzte Torschuss von Italien? Ich muss mal kurz hier im Chat hochgucken. 21:07 und seit 7 Minuten kein Torschuss. Nee, noch nicht ganz. PP, CZ. Noch 14 Minuten. 45 Sekunden. Noch 45 Sekunden tatsächlich. Aber von Italien seit 8 Minuten kein Torschuss. Seit 8 Minuten einfach nix.
35 Sekunden noch auf der Uhr, jetzt noch nur noch 28, 27, die Uhr tickt runter und ich leg mich fest, das ist eigentlich der Sieg für England. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was kommt. Na, ich dachte, ich würde es jetzt retten, aber selbst wenn er jetzt noch beißen würde, den wird man nicht mehr rausbekommen in der Zeit. Vielleicht haben sie noch einen Drill, das kann natürlich sein. Noch 10 Sekunden. Aber ich glaube, das Spiel ist gelaufen. Dann sehen wir noch bei der letzten Sekunde den Siegtreffer. Eins und... Nein, das war's. Das war's tatsächlich. Italien, trotz der guten Leistung im ersten Spiel, überraschend ausgeschieden gegen England. Das überrascht mich persönlich schon. Kevin, was sagst du dazu? Ja, also mich überrascht es auch. Wie gesagt, im Achtelfinale Italien, Österreich vernichtend geschlagen. England dagegen mit einer Zeterpartie gegen Russland, erst mit dem Golden Goal in der Verlängerung. Richtig. Das war auch jetzt nicht unspannend, möchte ich sagen, aber dann doch zum Schluss recht eindeutig. Von Italien kam gar nichts mehr. Nee. Vor den 8 Minuten kein einziger Torschuss. Was war da los? Tja, wie gesagt, tote Hose. Vielleicht hat die Mama angerufen, da können die Italiener nicht einfach sagen, Mutter halt Schnauze, ich bin am Angeln. Tja. Ja, jetzt fühlt sich hier schon beglückwünscht zu der guten Taktik, die ist tatsächlich aufgegangen, denn Sorloth ist mit seinem Level 13 einfach auf den Crappy gegangen. Ja, und nicht auf den, oder ich weiß gar nicht, ob er Flussbarsch gefangen hat, aber nicht auf den Kettennecht tatsächlich, wie hier eigentlich zu erwarten war. Weil der halt als einzigartig existiert. Nein, die haben sich tatsächlich auf die kleinen Fische konzentriert und da versucht, die Trophäenfische zu fangen. Der und das war letzten Endes auch die bessere Taktik. 5 Stück gefangen. Heißt 5 Tore. Muss ja nicht immer mit brachialen Methoden hier ablaufen. Manchmal nicht immer ist nur die kleine mehr. Die High-Value-Fische hier rausziehen. Genau. Manchmal so ist weniger mehr. Und dementsprechend ein verdienter und hart erkämpfter Sieg von England. Glückwunsch an Stitchy und Sorloth. Wir sehen uns wieder im Halbfinale. Ja, und für euch sehen wir uns wieder im nächsten Viertelfinale. Das heißt Tschechien gegen die Ukraine. Da bin ich auch mal gespannt, was das gibt. Da suchen wir dann den Gegner von England. Ja, wir haben die Hooligans schon eingeflogen. Ja. Mal gucken, wie das da abgehen wird. In der Ukraine. Wir sind gespannt. Tschechien hat in der Vorrunde Belgien mit 8-4 abgefrühstückt und die Ukraine hat auf jeden Fall auch 12 Tore gemacht. Das war nicht genau, gegen Frankreich. Ja, auch mit 10 Toren stark Frankreich, aber Ukraine letztendlich. Ja, das Spiel der Ukraine gegen Frankreich im Achtelfinale war das mit den meisten Toren. Ja, das könnte man als interessanten Fact nochmal hier breit treten. Also der nächste Kampf wird auch ein spannender, würde ich mal sagen. Ein Kampf der Giganten. So möchte ich jetzt formulieren. Gut. Dann machen wir hier Feierabend. Wir bedanken uns fürs Zuschauen an dieser Stelle und hoffen dann, wir sehen euch beim nächsten Match wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen. Bis dann.